der letzten Episode. Vielleicht könnte man mal auf gefährlich gehen. Warum nicht? Ja, nicht nur die Welle. Ja, ich würde sagen, der Modus ist deutlich härter. Alter Schwede, das ist nicht nur leicht härter, dass du sagst, okay, es ist halt... Ja, super. Und so geht's weiter, Herzlich willkommen bei die Prog Galactic in der Episode 5. Wir haben Perk-Punkte verfügbar, okay? Wo sehe ich die? Verfügbare Perk-Punkte 0, was? Wieso kann ich dann Perk-Punkte einfordern? Erledige zwei Missionen in der Kristallkaverne. Perk-Points claimed. Ach so, okay, so funktioniert das. Dann haben wir jetzt 6 Stück. Gut, was mache ich damit? Ich gehe in die Perks wahrscheinlich. Okay. Feldarzt. Passiv. Lasst kein Zwerg zurück. Du lebst Kameraden 15% schneller aktiv. Einmal pro Mission kannst du ein Teammitglied beleben. Okay. Wir spielen Solo, also von daher, das bringt nicht wirklich viel. Freundlich. Durch die Kraft der Freundschaft bekommst und verursachst du 50% weniger Schaden durch Teambeschuss. Na, das ist ja auch schön. Geschärfter Sinn. Passiv. Du bekommst eine Warnung, kurz bevor dich ein Gegner ergreift. Aktiv. Einmal pro Mission kannst du dich vom Griff eines Gegners befreien, ihn dabei erledigen. Drücke Space, während du gefangen bist, um dich zu befreien. Langer Atem. Erhalte einen 8% Sprint-Geschwindigkeitsschub. Aktiviert sich selbst nach 5 Sekunden Rennen. Höllisches Wiedersehen. Passiv. Nachdem du Nahkampfschaden von Gegnern nimmst, verursachst du selbst kurzzeitig erhöhten Nahkampfschaden. Aktiv. Dreimal pro Mission kannst du kampfunfähig eine große Neuropuls-Explosion verursachen. Ein zurückbleibendes neuroelektrisches Feld elektrisiert und verscheucht Gegner. 2 Minuten Abklingzeit. Zum Aktivieren halte G, nachdem du kampfunfähig bist. Dann gibt es Dornen. Gegner erhalten jedes Mal 6 Schaden, wenn sie an dir Nahkampfschaden verursachen. Das klingt schon mal gut. Das machen wir als erstes. So. Pure Perk Mania. Achtung, um den Perk zu nutzen, musst du ihn am Ausrüstungsterminal auswählen. Achso, das auch noch, echt? Okay. Drück es. Was? Die kosten 7, okay. Schneller sprinten. Geschärfter Sinn. Kurz bevor dich ein Gegner ergreift. Warum nicht? Dann geben wir uns das auch noch. Gut. Und jetzt müssen wir ans was? An welches Terminal? An ein anderes Terminal halt. Ne, das ist Charakterauswahl. Hoxes Tagebuch. Ist das das Terminal? Nö, das ist es nicht. Gut, alles klar. Das Missionsauswahl. Ausrüstungsterminal. Wahrscheinlich hier. Genau, wo mache ich das mit den Perks? A, B, C, D, F, Ausrüstung. Klicke, um das Symbol zu wählen. Ja, okay, dann nehmen wir mal, ja. Ach so, Perks, genau. Passiver Perk, Dornen. Und hier haben wir die aktiven Perk. Da kann man sich befreien, falls man ergriffen ist. Okay. Gut. So funktioniert das. Spitzhackenwerkstatt, da kann man wahrscheinlich noch nichts machen. Muss man die Dinge finden oder wo kriegt man die her? Okay. Dann ist hier... Was war das? Das war gar nichts, okay. Hier ist Boscos Terminal. Genau, der kann uns einmal beleben, eine extra Wiederbelebung. Ne, wir haben aktiv, der Primärschaden der Waffe ist erhöht, genau. Ab Level 2 kann man dann einen neuen Perk geben. Geht jetzt nicht. Das ist die Garderobe. Wo können wir uns selber? Können wir uns selber irgendwie mit den Perks versorgen? Was haben wir hier vorne? Ja, für mich sind jetzt 2 Wochen Pause irgendwie dazwischen. Ach, das war das Season Terminal. Okay, da bin ich jetzt nicht dran. Das können wir noch nicht machen. Da sind wir noch nicht Mineralienhandel. Schalte den Mineralienhandel am schwarzen Brett frei. Gott, wo immer das schwarze Brett auch ist. Was ist das? Kopfbedeckung, Hautfarbe. Ja, das ist, glaube ich, nicht wirklich interessant. Warte mal, wir gehen mal hier rein.
Das ist das Handbuch, das ist die Charakterauswahl, da wählst du im Generellen nur den Charakter aus. Das passt soweit. Genau, das waren die Perks. Da kannst du die Meilensteine und die Perks, genau. Das war aber nicht das, was ich eigentlich meine. Das ist die Spitzhacken-Geschichte. Hier kann man nichts machen, gell? Nö. Wenn, dann wäre das hier wahrscheinlich, was ich meine. Ja gut, mit der Pistole bin ich eigentlich nicht so wirklich viel unterwegs. Spitzhacke, Level 4, okay. Verstärkte Bohrmaschinen, Level 5. Beziehungsweise erhöht den Schaden gegen Feinde, bohre schneller, trägt mehr Treibstoff. Die Rüstung haben wir schon um 2 Punkte oder was? Aufgewertet, auch erst ab Level 5 geht's weiter, okay. Gut, dann ab in die Mission, damit wir hier nicht so lange rumtrödeln. Was haben wir für Möglichkeiten? Kristallkavern Bismor Yadiz. Enorperle Bismor, Regionsbeschreibung. Die Salzgruben auf Oxus waren einst ein großer unterirdischer See. Dieser trocknete schon vor Milliarden Jahren aus und hinterließ eine riesige Ablagerung von kristallisiertem roten Salz. Rotes Salz ist zwar wertlos, schmeckt aber wirklich gut auf Glyphid-Rühreiern. Kristallkavernen. Die passend benannten Kristallkavernen gehören zu den spektakulärsten Sehenswürdigkeiten auf Hoxes und bieten einen unvergesslichen Anblick. Massive Kristalle brechen aus jeder Oberfläche, glitzern und funkeln in der Dunkelheit. Die größeren Kristalle sind hauptsächlich wertloses Silikat, aber es sind noch reichliche Vorkommen an wertvollen Mineralen der Höhle verstreut. Gut. Wir können eigentlich nur das machen. Nochmal Alien-Eier und Holomid sammeln. Ja dann, klingt doch gut. Wir machen das auf normal. Fordernd, genau. Sind wir ja gleich richtig gelandet. Gut. Egg collection time, team. Alien eggs. The company wants them. Don't ask why. Find them, store them in Molly and return. Simple. Need to get my pickaxe sharpened when we get back. Wer macht das schon mit? Ja, nicht vielleicht nicht gerade dort. Komm mal hier runter. Ja, vielleicht ganz so dicht. Hallo? Tschüss. Wo ist er jetzt? When the damn bugs start to feel like family, you know it's time to quit. Renn damit. Halt, da ist noch ein bisschen Gold. Like feeding a bottomless pit. So, was haben wir denn hier? Hier ist noch so eine Pflanze. Ach du Schande. Müssen wir uns tatsächlich hier runtergraben. Vielleicht tut das weh. Ein bisschen zumindest. Any the damn minecart on legs. Where is it?
the smell out of my arm. Gut. Hier gibt es auf jeden Fall reichlich von den interessanten Sachen. Da drüben steht er. Glad to finally deposit. Felt like I was carrying a dread. As you need, okay. This is a friggin' hell. So, da drüben steht er. I've got a bad feeling about this. But not as bad as usual. Ah ja, das ist ja gut. Da drüben gibt's eins, okay. Alte Liquid-Auswaste und lass los, um getragene Objekte weiterzuwerfen. Passt schon. Das kommt einfach hier rein. Was brauchen wir da? Steht nicht da. Halt. Direkt unter uns. Du kannst 2 drücken, um deine Zweitwaffe auszurüsten. Ja. Da ist es. Ja, ich suche noch das Nitra, was wir brauchen, wenn wir Nachschub brauchen, weil sonst sind wir irgendwann blank. Aber ich sehe noch gar nichts in der Richtung. Ich sehe nur Gold. Gut. Wo ist er? Da ist er. 72 schon, krass. Ah ja, super, das ist genau das, was ich wollte. Wie war das? Steuerung? Go fetch! Ich kümmere mich ums Gold. I'm full! Where's Molly? Molly, over here! Da unten gibt es noch 4 mehr, okay. Pop the big one. Hier stinkt's. Müssen wir kurz warten, bis das hier verschwunden ist, okay. Nein, 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 das brauche ich, gell? Guy in Mission Control. He really has a cozy job. Tja, wir sind hier noch nicht fertig. Da gibt's noch einiges. Worthless crystal. Hm.
Yep. Ich glaube, jetzt haben wir's. Reicht das schon? Ah, das reicht noch nicht. Das ist Lebenskristall, okay. Nee, das bringt mir dann nichts. Gut. Schauen wir uns mal weiter um. Ja, ja, ich weiß, das ist schon richtig. Ich mache hier nicht weiter, bevor ich nicht noch genügend Nitra zusammen habe. Bis dahin müssen wir erstmal gucken, wie sich das hier verhält. Das hilft uns eher nichts, aber das nehmen wir zumindest mal mit. So, der nicely done, Team. You secured yourself a nice bonus. Mhm. Es leuchtet hier grün in der Wand. Yes. Okay, dann schauen wir uns weiter um. Da will man nicht unbedingt runterfallen. Genau, da unten waren wir. Gut, das hilft uns jetzt erstmal nichts. Werkzeug. Was ist 4? Ja, okay. Das hilft uns gerade nicht wirklich. Okay, gut. Ich denke, wir sind jetzt einmal rundherum durch. Da oben geht es auf jeden Fall noch weiter. Da oben, oder was? Mal gucken, wenn man... Nee, das ist falsch. Gehen wir da rein. God damn these drills. Ja, wir kommen aber gut durch. Wir kommen gut durch. Huch. Oben scheint... Was ist da oben? Gold oder was? Huch. Wir sind von hier gekommen, genau. Halt, geh mal da hoch. Ach, guck mal. Wine it. So. Dann stelle mich einfach drunter. With your legs. Nice. Da müssen sie nur einfangen. Eat the axe. Gut. Ich glaube, wir haben alles, oder? Naja, gut. Plus, minus. Help me with the minerals here. Nein. Keine Ahnung, was da hinten dran ist. Könnte auch Gold sein. Ah, kommst du nicht hoch, echt?
Ja, ja, das ist meins. Gerne, dass es klar ist. You want something done right? You gotta do it yourself. Ja, genau. Wir machen das auf jeden Fall selber. Das sieht man ganz deutlich. Was? Okay, lass uns mal darüber gehen. Bosco, mine it! Und dann gehen wir mal auf Feierjagd. Hey, du schmeißt alles da runter. In my sleep at this point. Nice. Okay, alles klar. Da drüben sind zwei, okay. Wir brauchen noch drei. Warte mal, da hinten ist, unten ist auch noch eins, okay. Kommen wir da irgendwie hoch? Vorsicht. Ja, das sind wir wieder da unten halt. Gott. Yes. Okay, hier ist Ende Gelände, dann scannen wir mal. Welche Richtung ist das? Das ist eigentlich falsch, aber es ist erstmal egal. Drei, bitte. Gut, dann sind wir wieder hier. That hit the spot. Joe, get to one. Wir sind sozusagen wieder am Anfangspunkt. Gut. Nee. Ich wollte eigentlich scannen. Wir müssen irgendwie nach rechts rum. Naja, da gibt es auf jeden Fall noch einiges. Mhm. Also wir haben da auf der linken Seite eins, aber wir gehen jetzt erstmal hier runter. Ja, das ist nicht so einfach, da runter zu kommen. Naja, aber... Ja, da oben ist halt eins, genau. Da müssen wir mal gucken, wie wir da rankommen. Da ist es schon. Da ist es schon. Da drüben kommt er, okay. Halt, bleib mal stehen. Junge, bleib doch mal stehen. Kann ich sie wieder einsortieren, danke. I think we actually have a chance to make it out alive. Bring the pain! Good. Die anderen sind da drüben, zumindest das eine ist da drüben. Das andere ist irgendwo da unten, okay. Irgendwo da drin.
ist direkt vor uns, okay. Sollten es gleich haben. Ja, da ist es. Junge, wo bist du? Wo ist er denn hin? Meet your maker, Craig. Just take your sweet time. Ach, da drüben war er, okay. Wife got all day. Gut. Wie sieht's aus? Sieht echt gar nicht so schlecht aus. Nee, es ist hinter uns, okay. Da drin oder was? Irgendwo. Good times. Worthless, but fun to destroy. Ah, ein bisschen rechter hat alles klar, da. A lot of aliens heading your way. Good. Egg collection completed. Well done. Call the escape pod in when ready. Ja, doch noch nicht. Contact. Lock and load. Da oben kommt was. Halt, andere Richtung. Schöne Wolke. Okay. We're ordering the resupply. Before we die. Has been withdrawn. The supply pod is inbound. Huch. Resupply arrived. Go restock. Ammo taken. Really much better now. I'm taking some of the ammo. Sam, genau, wir nehmen nur ein bisschen was. Getting more ammo. Ready to kill some more crates. Alles klar. So, dann. Keep it together. Drop pod is en route. Gott, wo kommt's hin? Transportkapsel eingehend. Da drüben irgendwo. Der wartet natürlich, bevor er losgeht. Drop pod has arrived. The mule has been called back. Okay. Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Schätze mal irgendwo da drüben. Ja, komm erstmal raus hier. That's for you.
13. Das steht ja gut. Ja, wie komme ich da jetzt rauf? The mule has docked. Initiating launch sequence. Halt. Ja, aber wo ist... Ja, aber wo? Da drüben irgendwo, okay. Meine Güte. Erfolgreich. Diesmal gar nicht so viele Wellen, also nur eine im Prinzip. Haben wir einiges eingesammelt, das ist gar nicht so schlecht. Haben jede Menge Gold bekommen und tonnenweise Erfahrung. Hauptziel, Nebenziel erreicht. Die tonnenweise Mineralien abgebaut und ein paar Feinde. Naja. Nice. Wieder irgendwie erledige 5 Missionen als Bohrer oder Schütze. Okay, erledige 3 Missionen Nestraub oder Bergungseinsatz. Neue Belohnung freigeschaltet am Saisonterminal einfordern. Gut, dann müssen wir da mal auch mal reingucken. Das ist aber mehr oder weniger nicht ganz so wichtig. Im Kosmetikladen sind neue Gegenstände verfügbar. Perkpunkte am Leistungskennzahlenterminal einfordern. Like that. Gut. Warum kann ich das noch nicht nehmen? Weil wir da 5 Punkte brauchen und wir haben, wo sehe ich das, 3. Okay. Gegner halt 12 Schaden. Krass. Nice. Das lassen wir erstmal so. Genau. Hier stand, glaube ich, noch gar nichts da. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Ausrüstung ist interessanter. Wo wir jetzt Level 4 sind. Ungefilterter Treibstoff. Die guten Leute in F&E waren fleißig. Gesamtschaden deiner Waffen wird erhöht. Oh ja, das ist auch nicht schlecht. Dreifach gefilterter Kraftstoff. Feuerfrei. Du setzt viele Dinge viel schneller in Brand. Zeit, die Welt brennen zu sehen. Dreifach gefilterter Kraftstoff. Okay. Bodenfeuer. Dauer. Dauer des Bodenfeuers erhöht. Das wäre für den Flammenwerfer. Okay. Wie ist das mit der Wurfaxt? Kann man da irgendwas machen? Erst ab Level 5. Kann man auf Granate wechseln? Und die Rüstung ist erst aber auch ab Level 5. Das Einzige, was wir machen können, ist halt Dinge schneller in Brand zu setzen. Die Hitze, die von einigen Gefahren und Waffen ausgeht, erhöht die Temperatur der Gegner. Wenn sie den Brennpunkt erreicht, gehen die Gegner in Flammen auf und leiden Schaden, solange der Effekt anhält. Einige Feinde sind widerstandsfähig gegen Hitze als andere. Diese benötigen einen längeren Kontakt mit einer Hitzequelle, um sich zu entzünden. Ebenso kühlen einige Feinde schneller ab, sodass die Flammen bei ihnen früher erlöschen als bei anderen. Gut. Time is fun time. Gut. Dann haben wir da auf jeden Fall ein bisschen mehr Hitze. So, Junge, kann man bei dir was machen? Du bist jetzt auch auf Level 2. Raketen, Spezialangriff, eine Sekundärwaffe, die explosive Raketen verschießt. Boskos KI ist nicht so weit, damit alleine umzugehen. Nutze den Laserpointer, um sie manuell zu aktivieren. This is for you, Bosco. Meisterschaften freigeschaltet. Waffenskin Abyssaler Frost. What? Geil. In Blau sieht er schon cool aus. Standard, okay. Eine blaue Drohne. Das ist das schwarze Brett. Na ja, gut. Das wird noch dauern. Und das ist hier das Saisonterminal. Was haben wir da freigeschaltet? Firmenwährung 1. Yes. Another script. Kopfbedeckung. Sie nahmen dein Auge Zeit für Rache. Joink. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt in die Garderobe gehe... Kann ich was machen? Maybe this. Okay. Naja gut. Von mir aus. Okay, dann machen wir es so. In der nächsten Folge gehen wir
Scanner außer Reichweite in die Salzgrube. Was anderes haben wir nicht. Gipfel der Verlassenheit. Sammel 10 Fossilien, veredelt Flüssig-Bohr-Kit. Okay. Was kommen wir hier? Morkit sammeln und da Alien-Eier sammeln. Das haben wir gerade erst gehabt. Vielleicht machen wir das. Jetzt gibt es da irgendwie einen Countdown. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Dann machen wir eine längere Mission. Mal gucken, wie lang die dann ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.